Kollege Pflug, ich will gerne Stellung nehmen zu dem geheimen Untersuchungsbericht, über den die Bild-Zeitung heute berichtet, der mir zum Zeitpunkt meiner Erklärung zum Bericht des ISAF-Kommandeurs nicht bekannt war und den ich gestern zum ersten Mal vorgelegt bekommen habe. Dieser, wie andere Berichte und Meldungen aus der letzten Legislaturperiode, wurden nicht vorgelegt. Hierfür wurde an maßgeblicher Stelle Verantwortung übernommen und die personellen Konsequenzen sind erfolgt. Meine Damen und Herren, der Generalinspekteur, lassen Sie mich bitte ausreden, der Generalinspekteur hat mich gebeten, ihn von seinen Dienstpflichten zu entbinden, und ebenso hat Staatssekretär Wichert Verantwortung übernommen. Und wenn ich hier hämisches Lachen höre, will ich an dieser Stelle trotzdem und gleichwohl beiden für ihren jahrzehntelangen Dienst für unser Land danken, meine Damen und Herren. Und selbstverständlich werden diese Berichte unverzüglich ausgewertet und den Fraktionen auch zur Einsicht zur Verfügung gestellt. Das versteht sich von selbst, und das ist mein Verständnis von Transparenz, was den Umgang mit solchen Vorfällen anbelangt. Und es wird auch der Generalbundesanwaltschaft der Bericht übergeben. Bei meinen jüngsten Besuchen in Afghanistan, und ich grüße die Gäste, die heute hier sind, in Kunduz und in Masar-e-Sharif, haben mir unsere Soldaten, aber auch die zivilen Helfer in persönlichen Gesprächen wiederholt mitgegeben, wie wichtig ihnen ist, dass die Debatte und die Diskussion über ihren Einsatz verantwortungsvoll erfolgt. Und in dem Sinne verantwortungsvoll, dass wir uns auch in diesem Rahmen noch ein gewisses Niveau in der Diskussion leisten, meine Damen und Herren. Und umso wichtiger ist es auch, dass wir immer wieder darauf hinweisen, welchen Dienst die Soldatinnen und Soldaten, die zivilen Helfer vor Ort leisten. Sie sind motiviert, sie sind professionell, sie sind pflichtbewusst. Sie haben auch Emotionen, selbstverständlich, und sie leisten Vorbildliches. Und auch an einem Tag, wo man diese Dinge diskutiert, die wir heute diskutieren, dürfen wir Ihnen von Herzen danken für Ihren Einsatz, den Sie vor Ort dort annehmen und entsprechend auch wahrnehmen. Sie stellen sich jeden Tag der Gefahr von Tod, ja, von Tod oder auch von Verwundung. Und auch eben diese Wahrheit gehört zum Einsatz mit dazu, ebenso wie die Wahrheit, dass in Teilen Afghanistans kriegsähnliche Zustände herrschen. Unsere Soldatinnen und Soldaten wissen das. Und ihre Einschätzung muss für uns ebenso wichtig sein wie manche, die wir gelegentlich aus der Ferne vornehmen. Und seit Beginn des Afghanistan-Einsatzes sind bis heute 36 Soldatinnen und Soldaten gefallen bzw. gestorben und über 120 wurden verletzt bzw. verwundet. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns unsere Entscheidung von daher wie bislang alles andere als leicht machen, und unsere Entscheidung hat in dieser Hinsicht größtes Gewicht. Sie hat mit unserer Verantwortung gegenüber unseren Soldaten zu tun, eine Verantwortung, die eine ist, die letztlich ja auch Leben und Tod mit beinhaltet. Und sie ergibt sich auch aus unseren Sicherheitsinteressen. Kollege Westerwelle hat darauf hingewiesen. Diese Sicherheitsinteressen sind weiterhin maßgeblich gegeben, und sie ergibt sich auch aus Bündnisverpflichtungen. Auch das wollen wir nicht vergessen, meine Damen und Herren. Es ist eine gestaltende Aufgabe, bei der wir gefordert sind und bei der wir die Ergebnisse nur im Zusammenwirken mit unseren Partnern erzielen könnten. Und wir sollten aufhören, meine Damen und Herren, den Afghanistan-Einsatz lediglich zum Lackmustest für die NATO herabzustilisieren. Wenn es überhaupt ein Lackmustest ist, dann ist er einer für die gesamte internationale Gemeinschaft. Und ich halte es für einen richtigen und für einen klugen Schritt, dass wir Anfang des nächsten Jahres in einer Afghanistan-Konferenz zusammen mit den Vertretern Afghanistans auch diesen unseren Einsatz neu justieren und auf eine neue Grundlage stellen. Frau Bundeskanzlerin hat dazu gemeinsam mit dem britischen Premierminister und mit dem französischen Präsidenten den Anstoß gegeben. Und Sie können von der Bundesregierung daher zu Recht einen entsprechenden Beitrag erwarten. Seinen gestaltenden Beitrag inhaltlicher Art zunächst, wie diese Afghanistan-Konferenz
zu sehen ist, welche Impulse wir dazu geben können. Und ich fand sehr richtig, was Kollege Westerwelle gesagt hat, wie die Abfolge zu sein hat, dass wir uns jetzt nicht den Planungen zunächst anderer unterwerfen, sondern dass wir unseren Zeitrahmen so einhalten, dass auch eine sinnvolle Debatte im Bundestag stattfinden kann, eine Einbindung des Parlaments und dass wir damit auch unseren Traditionen entsprechend gerecht werden. Meine Damen und Herren, wir müssen den Afghanistan-Einsatz gerade auch, das klingt so furchtbar banal und ist trotzdem so entscheidend, vom Ende her denken. Das erfordert Klarheit bei den Zielen und eine klare Ansprache dessen, was wir erreichen wollen und eine entsprechend tiefgehende Diskussion. Und wir müssen vor allen Dingen auch deutlicher, noch deutlicher festlegen, wie und unter welchen Umständen wir diesen Einsatz auch beenden können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass hier ein klarer Rahmen definiert wird. Das erwarten die Menschen in unserem Lande von politischer Führung und das dürfen auch die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz von uns erwarten, dass wir hier klar sind, meine Damen und Herren. Und deshalb trete ich auch und gerade international für die Festlegung, wie man das heute neudeutsch nennt, klarer Benchmarks ein. Und wir werden auch unsere nationalen Grundlagen und Strukturen angehen, wenn wir über die Koordinierung und über die Führung unseres Gesamtengagements sprechen. Das schließt im Übrigen die eigentlich selbstverständliche Erkenntnis mit ein, dass die Bundeswehr alleine nicht die Lösung unserer Ziele und der jeweiligen Probleme bringen kann. Es ist also gut und richtig, dass wir im Zuge des heutigen Mandats ISAF oder der heutigen Diskussion dieses Mandates über den Einsatz auch gerade entsprechend diese Vernetzung miteinander diskutieren. Es reicht jedoch nicht, eben gerade immer nur den Blick auf einen Teil zu richten. Wir müssen Ressort gemeinsam handeln. Und ich kann nur sagen, so wie wir uns miteinander abstimmen, stimmt mich das sehr, sehr zuversichtlich, dass die jeweils beteiligten Ressorts den Afghanistan-Einsatz als eine gemeinsame Aufgabe sehen und dieser gemeinsamen Aufgabe auch mit aller Kraft und unter Bündelung aller Anstrengungen nachgehen. Dieses Ziel ist klar formuliert. Wir wollen, dass die Afghanen bald selbst in der Lage sind, für ihre Sicherheit zu sorgen. Das ist das, was wir Übergabe in Verantwortung nennen. Übergabe in Verantwortung ist übrigens nicht gleichzusetzen mit einer Exit-Strategie, die ein Enddatum setzt, meine Damen und Herren. Ein Enddatum zu setzen, hat eine begrenzte Weisheit, weil wir damit, wenn wir sagen, zu diesem oder jenem Zeitpunkt soll der letzte Soldat Afghanistan verlassen haben, im Grunde eine Steilvorlage für all jene liefern, die die Destabilisierung Afghanistans weiterhin zum Ziel haben. Und von daher ist es wichtiger, Zielmarken zu setzen, auch Zielmarken, was den Beginn der Übergabe von Verantwortung anbelangt, um diese Zielmarken entsprechend klar zu definieren. Von Afghanistan, meine Damen und Herren, darf keine Gefahr mehr für die internationale Sicherheit ausgehen. Und wir sprechen gerne über Aufständische und wir sprechen in dem Zusammenhang gerne auch darüber, dass der Konnex zur internationalen Sicherheit gesucht werden muss. Das ist richtig. Und wahrscheinlich muss man auch noch etwas genauer hinblicken, ob nun jeder, den wir unter Aufständisch bisher subsumiert haben, einer ist, der die internationale Sicherheit gefährdet, oder ob man auch an der einen oder anderen Stelle da klarere Trennlinien ziehen muss. Aber wir müssen verhindern, dass Afghanistan wieder zum Ruhe- und zum Rückzugsraum für den internationalen Terrorismus wird. Und es gibt weiterhin klare Gefährdungen, auch mit Blick auf terroristische Maßnahmen und damit auch mit Blick auf unser Land, meine Damen und Herren. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ströbele? Aber gerne. Herr Minister, nach dem, was Sie vorhin gesagt haben zu den Bild-Zeitungsberichten, frage ich Sie, bevor Sie diese allgemeinen Ausführungen zur Strategie in Afghanistan zu Ende führen, sind Sie bereit, Ihre persönliche Rechtfertigung des Einsatzes der Bundeswehr gegen die Tanklastwagen bei Kunduz zu korrigieren? Nach dem, was Sie jetzt wissen, offenbar sind die Berichte ja richtig, sonst hätten Sie sie dementiert. Nach dem, was Sie jetzt wissen, können Sie Ihre Rechtfertigung doch nicht mehr aufrechterhalten. Und ich schließe die Frage an, halten Sie es im Deutschen Bundestag
nicht mehr für richtig, dass ein Minister, in dem ganz offensichtlich das Ministerium in seiner Kommunikationspolitik völlig versagt, den Eindruck eines Tollhauses macht, wenn man das jetzt sieht, dass die Berichte angeblich nicht angekommen sein sollen, dass ein Minister die Verantwortung für den Zustand seines Ministeriums übernimmt und die Konsequenzen dafür zieht. Kollege Ströbele, ich habe auf die Konsequenzen hingewiesen und ich habe diese Konsequenzen nicht einem Medium mitgeteilt, sondern den Mitgliedern des Deutschen Bundestages, weil ich finde, dass sich das so gehört. Das ist der erste Schritt. Und zum Zweiten, auch da, wenn Sie genau zugehört haben zu Beginn, und davon gehe ich bei Ihnen eigentlich grundsätzlich aus, habe ich gesagt, dass ich meine Bewertung auf der Grundlage des Com-ISAF-Berichtes abgegeben habe. Das war der einzige Bericht, der mir, wann war das, ein paar Tage nach Amtsantritt, vorlag. Ich werde selbstverständlich eine Neubewertung auch selbst der Vorfälle vornehmen, auf der Grundlage der Berichte, die mir in einer Gesamtschau gegeben sind. Auch das gehört sich, Herr Kollege. Ich glaube, damit sind die beiden Fragen entsprechend beantwortet. Meine Damen und Herren, Deutschland ist weiterhin der drittgrößte Truppensteller in Afghanistan. Das wird gelegentlich vergessen. Wir tragen die Verantwortung für den Norden oder für den großen Teil des Nordens Afghanistans. Es geht um eine Region, daran kann man gelegentlich erinnern, die halb so groß ist wie Deutschland, in der rund 35% der afghanischen Bevölkerung leben. Die Stabilität und die Wirtschaftskraft dieser Region ist wichtig für ganz Afghanistan. Es lohnt auch gelegentlich mal eben an den Aspekt Wirtschaftskraft einer Region zu erinnern. Auch das gehört in den Gesamtkontext mit hinein. Wir führen das Regionalkommando Nord und stellen dort maßgebliche Unterstützungsleistungen in den Bereichen Führung, Führungsunterstützung, Lufttransport, Sanitätsdienst, Logistik sowie Aufklärung. Und wir betreiben zwei der sogenannten PRTs im Norden, namentlich in Kunduz und in Faisabad. Man darf an der Stelle auch sagen, dass sich in den letzten Monaten die Situation in Faisabad gleichsweise positiv entwickelt hat, wohingegen bekannt ist, dass um Kunduz herum die Sicherheitslage sich signifikant verschärft hat. Und wir auch immer damit rechnen müssen, dass angesichts auch der Versorgungsrouten, die laufen, die Situation nicht zwingend an jedem Ort einfacher werden muss. Und wir beteiligen uns maßgeblich an der Ausbildung der afghanischen Streitkräfte. Eines der Schlüsselelemente zu einem Erfolg wird eben weiterhin gerade dieser Ausbildungsaspekt sein. Training, Training, Training. Dass man diese Übergabe dann mit entsprechend oder an entsprechend ausgebildete Sicherheitskräfte auch stattfinden lassen kann. Daneben stellt die Bundeswehr Feldjäger zur Unterstützung der Polizeiausbildung im Einsatz. Auch die Polizeiausbildung bleibt eine wichtige Säule. Und wir müssen hier weiterhin auch mit den europäischen Partnern alle Kraft daran setzen, dass die Polizeiausbildung auch in dem Umfang gewährleistet werden kann, den wir uns in seinen Höchstgrenzen vorstellen. Seit dem Jahr 2002 unterstützen wir den Aufbau der Drivers and Mechanics School der afghanischen Streitkräfte in Kabul. Aus dieser Schule wächst mit unserer Unterstützung die Logistikschule der Armee auf. Wir werden uns auch weiterhin mit der Afghan Defense University und der Pionierschule noch stärker in der Schullandschaft der Streitkräfte engagieren. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Für unser Ziel selbsttragender Stabilität investieren wir in dem Sinne eben noch intensiver in die Ausbildungsunterstützung. Und im kommenden Jahr werden auch innerhalb des Mandates und innerhalb der Mandatsstruktur, die wir heute vorschlagen, mehr deutsche ISAF-Soldaten als Ausbilder der afghanischen Streitkräfte tätig sein. Ich will auch sagen, und das ist ja auch schon mitgeteilt worden, dass zur Verstärkung unserer Truppe ich eine Verlegung einer Infanteriekompanie nach Kunduz angewiesen habe. Diese Kräfte geben dem militärischen Führer vor Ort eine Handlungsfreiheit dahingehend zurück, dass auch eine entsprechende Sicherheitskomponente zusätzlich gewährleistet werden kann, dass das die Durchhaltefähigkeit gewährleistet werden kann, was in dieser Provinz momentan von größter Bedeutung ist. Wir werden den deutschen Beitrag im Rahmen des internationalen Gesamtengagements in Afghanistan dann aufgrund der Ergebnisse der internationalen Afghanistan-Konferenz einer erneuten Prüfung unterziehen. Und dort, wo es nötig ist und auch natürlich unter der notwendigen Befassung
des Deutschen Bundestages Anpassungen vornehmen. Was erforderlich ist, soll getan werden. Aber das kann erst im Lichte der Afghanistan-Konferenz, im Lichte der nächsten Schritte gesehen werden. Was ich allerdings auch noch mal sagen will, in Ergänzung zu dem, was Kollege Westerwelle bereits festgestellt hat, ein Rhythmus, der jetzt vorgegeben wird, dass wir jetzt zum einen wohl am 1. Dezember die Rede des amerikanischen Präsidenten zu erwarten haben, am 7. Dezember bereits sehr ehrgeizig eine NATO-Truppenstellerkonferenz stattfinden soll, wird uns nach unserer Überzeugung nicht dazu bringen, zum 7. Dezember hier entsprechend sofort die Dinge dann nacheilend auch in der internationalen Gemeinschaft auf den Tisch zu legen. Wir wollen unsere eigenen Impulse geben. Wir wollen deutlich machen, was unser strategischer Ansatz ist. Und wir lassen uns deswegen nicht in ein Zeitkorsett zwängen. Das haben wir auch den Partnern entsprechend schon mitgeteilt. Und ich glaube, wenn wir hier auch weiterhin eine klare Handschrift erkennen lassen, wenn wir deutlich machen, wie wir im vernetzten Ansatz Afghanistan in eine Verantwortungsübergabe letztlich auch bringen wollen, dann ist eine klare und eine gute Grundlage gelegt. Ich darf Sie alle um Unterstützung der Verlängerung dieses ISAF-Mandates bitten. Herzlichen Dank.